Was für ein Ritt und überall dieser Wüstensand. Hallo! Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Joe Reed. Ich bin hier, um einen alten Freund zu besuchen, Häuptling Tatonka. Einst war Tatonka ein starker und mutiger Krieger, der die Elemente beherrschte. Aber jetzt dient er dem Colonel und hat seine magischen Kräfte verloren. Kinder, ihr müsst mir helfen, wenn ihr den Colonel seht. Er trägt eine rote Uniform. Müsst ihr laut rufen. Macht ihr das? Macht ihr das? Gut, der Colonel ist ein sehr gefährlicher Mann. Vor einiger Zeit verließ die Tochter des Colonels das Fort, um Kräuter zu sammeln. Dabei verschwand sie auf mysteriöse Art und Weise. Der Colonel glaubt, dass die Indianer sie entführt haben. Deshalb hält er die Indianer hier im Fort wie Sklaven. Aber ich weiß, dass Tatonka so etwas nie tun würde. Er ist ein ehrlicher Krieger. Tatonka, Bruder! How? Wie geht es dir? Yes. El coronel está allá arriba, nos puede escuchar. Me tengo que ir a trabajar, lo siento. Da seht ihr es. Früher war er ein starker und mutiger Krieger. Und jetzt? In diesem Was? Was ist da? Der Colonel, ja? Ich merke schon, wenn ihr bei mir seid, muss ich mir keine Sorgen machen. Stimmt's? In diesem Becken sammelt der Colonel also Wasser, um Whisky zu brennen. Den meisten. Was? Colonel Harris, ja? Keine Angst, wir kriegen ihn. In diesem Becken sammelt der Colonel also Wasser, um Whisky zu brennen. Den meisten trinkt er selbst. Die Soldaten sollen aufpassen, damit niemand in das Becken reinfällt und alles schön sauber bleibt. Aber meistens sind die Soldaten zu betrunken oder mit anderen Dingen beschäftigt. Das kann doch wohl nicht wahr sein, was ihr hier für einen Unsinn treibt. Dir? Was steht ihr da noch rum? Los, an die Arbeit! So, ihr faule Bande, habt ihr nichts zu tun? Wenn ich wiederkomme, ist das alles hier richtig sauber. Thank you.
Thank you.